hinten läuft was. Was ist es? Was ist das? Ach, ein Wildschwein. Irgendwo hier hochklettern? Nein. Das wird wieder nichts. Oder doch? Ach, gerade mal im letzten Augenblick, People. So, und mal wieder. Heilkräuter, Mondschatten, Seraphis Wascht. Ah, meine Heilpflanzen gehen auch langsam zur Neige. Weil das da hinten ist, aber kein Wildschwein. Das ist ein Keiler. Und den lassen wir mal in Ruhe erstmal, den Keiler. Denn keiner ist geiler als dieser Keiler. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Wir waren hier an der Gruft, an diesem Mausoleum, an dem Friedhofsdingen. Okay. Mit den wilden Hornissen. Die hört man sogar richtig. Sehr gut. Aber ich glaube, nur in dieser Modifikation. Da ist nicht zu holen. Habe ich wilde Hornissen gesehen, mit denen man gar nichts machen kann eigentlich, oder? Kann man was mit den wilden Hornissen machen? Ich konnte sie ja nicht irgendwie eliminieren. Das wäre mal wieder eine Frage für die Community. Ah, da hinten sind noch Scabbies. Und eine Blut. Dratten. Und Ratten. Okay, okay, okay. Riesenratten? Okay. Oh mein Gott. So, jetzt wurde aufgeräumt. Ah, okay. Jetzt räumen wir richtig auf. Also ich werde auf jeden Fall heute Nachmittag nochmal in den Wald, also in den richtigen Wald bei mir ums Eck. Weil ich habe zum Glück, wohne ich sehr idyllisch, da auf dem Land, nicht in der Großstadt. Oh Mann. Cool. Der Bass. Dieser Blutfliege. Fliegt wieder zu hoch. Da ist nicht zu holen. Okay. Hier haben wir wieder einen Scabby. Komm, 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 komm. Fängt der schon wieder mit links an. Oh, nein. Oh, ich höre was. Hört sich nach Wolfinger an. Der zittrige, einsame Wolf. Gang. Ist das nur einer? Dann könnten wir es eventuell mit 9 Pfeilen aufnehmen. Wir wissen nicht, ob der Herr Wolfgang sich das gefallen lässt. Ich habe ja weniger als 9 Pfeile. Ich habe ja eben für das Wildschwein schon welche benötigt. Das heißt also, ich hätte jetzt keine mehr. 2. Und nur 4 Feuerpfeile. Also ist jetzt mit Bogenschießen erstmal nothing. Hier zum Beispiel noch ein Wölfchen. Nicht zu holen. Wer hat denn den Wolf gerissen? War ich das? Ich wüsste jetzt nicht in welcher Folge. Ich glaube, den Bereich haben wir so gut wie gereinigt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier rüber springen können. Na, hier ist doch der Eingang. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ne, ist doch kein Eingang da. Ich bin gespannt, was da drin ist. Bestimmt irgendwelche Skelette. Und da habe ich natürlich überhaupt null Chance. Aber wenn doch die Wölfe mit Pfeil und Bogen da hinten so gut abzuschießen waren, heißt das, ich muss unbedingt noch Pfeile mehr herstellen, damit ich diese Höhle da hinten auch aushebeln kann. Nein, nicht mit dem Pfeil und Bogen. Oh Mann. So, irgendwo ist noch eine, ne? Nee.
Let's see what is here in this Grufti. Gruft. Ah, das sieht doch schon richtig übel aus. Oh Mann. Hilfe. Soll ich es wagen, da reinzugehen? Dröhnt da. Alter, dröhnt das da. Ja, wir sind hier in dieser Gruft. Steigen wir hinein? Wir steigen hinab. Und schauen, was es dort gibt. Oh, Alter, das dröhnt. Das ist, als wäre ein Erdbeben. Oh. Oh. Ich schätze mal, das wird nichts. Oh, 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 oh. Okay, noch ist nichts zu finden. Ganz leise sein. Silbernachricht. Dürfen hier keine Toten erwecken. Bergkristall. Kleiner Lederbeutel, da ist bestimmt Geld drin. Meine Herren. Oh, es ist Gedröhne. Hilfe. Ein Mischpult schlägt aus. Sind sexy Dezibel. Mein Gott. Was ist das da? Was ist das da? Das Tränke. Das sind bestimmte Tränke. Ich habe Angst, dass hier irgendwelche. Der Extrakt der Heilung. Mana-Essenz. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas gleich um die Ecke kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm? Hammer eines Paladin. Da hinten blitzt noch was. Ein Ring der Lebenskraft. Oh, weia, weia. Die Gebeine. Was haben wir hier noch? Hammer eines Paladin. Was ist drin im Grab des Paladin? Die Spannung steigt. Hier ist das Grab eines Paladins. Und wenn ich es öffne, ist es zu weit entfernt, obwohl ich davor stehe. Vielleicht ist es die andere Seite. Oh. 63 Gold für diese Spannung, meine Herren, 63 Gold habe ich geholt. Na super. Das alles? Enttäuschend. Dabei bin ich extra leise vorgegangen. So, jetzt ist es wieder so ein lustig Labyrinth, wo ich nicht weiß, wo oder was oder wie überhaupt. Da hinten ist noch so ein Grab. Moment mal, ist irgendwas hier noch in den Seiten, Gruften zu finden? Grufti, Grufti. Ich bin kein Mufti, sei kein Grufti. Lord Sintrams Grab. Eieieiei. Also. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Er schließt einen Grab ab. Einen Schlüssel braucht man dafür. Okay. Gibt's dafür irgendeine. Stopp. Irgendeine Eintragung. Hilfe bei Gunschaftler. Hilfe bei der Yacht. Das war das mit den Keulen. Nee. So. Das ist jetzt das Grab des Paladins eben. Wahrscheinlich, weiß es nicht. Ja. Okay. Bei sowas verrenne ich mich immer. Gucken wir mal hier rein. Es ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Ja, das ist. Wenn ich nach oben gucke. Silbergeld. Ja, das ist. Leute, das ist wie ein Erdbeben, dieses.
müsst ihr mal über eine 4-Quadrophonie-Hi-Fi-Anlage müsst ihr euch das mal anhören. Okay, wir waren links noch nicht. Ja, richtig. Windhose. Achso. Zauberspruch. Hier ist doch noch was. Das sehe ich doch. Hallo? Das kann jetzt nicht sein. Ach, schlaf jetzt. Okay, jetzt ist alles gesammelt. Licht. Hier ist immer die Angriffsmelodie zu hören. Obwohl nichts ist. Noch ein Grab des Paladins. Da gibt es dann zwei, ne? Aha. Dann ist er. Ist es von der Seite zu öffnen. Goldener Kelch. Oh, das erinnert mich an was. Wir sind drei. Okay. Ist irgendwas an der Decke hier? Nee. So. Ja, okay, das ist jetzt wieder der Ausgang. Wir waren links, wir waren rechts, wir waren geradeaus. Stimmt auch so, mehr gab's nicht. Okay. Das war der Besuch eines Mausoleums voller Museumsstücke. Hat echt Spaß gemacht. Alter Schwede. Wow, cool. Nehmen wir uns nochmal um. Yeah. Sehr gut. Spannend, aber ungefährlich. So. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns mal nicht ins Dorf, sondern zur Burg. Warum? Einfach mal, um bei Bruno mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. So steht es in den Heiligen Schriften. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Steht es in den Heiligen Schriften. So steht es in den Heiligen Schriften. Na, erwartet mich, erwartet Wenzel, okay. Ich glaube nicht, von mir hat er das nicht. So. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ahnung, sag du es mir. Wie spät? Ah, wir müssen schlafen gehen. Das kann halt nicht. Wir können nur abwarten, was man hört. Ich handle schnell. Ich werde mich da nicht einmischen. Dann gehen wir mal eine Runde pennen. Moment mal, hier geht's auch wieder zum Bettchen von Gunther. Ah. Das war wirklich eine harte Jagd, ein harter Kampf. Und wir werden jetzt mal unserer Grundausbildung näher kommen. Und wenn ich das Wetter draußen sehe, ist es genauso wie hier. Echt irre. So, Onkel Bruno. Bring mir was bei. Moment mal. Muss mal genau gucken. Trau meinen Augen sonst nicht. Und zwar Lernpunkte 13. Wir brauchen 6 für Stärke noch zusätzlich und 7 für Geschick. 6 und 7 sind 13. Habe ich richtig gerechnet? Ich meine ja. Aber 6 für Stärke. Bruno, ich will stärker werden und geschickter. Mach mal. Ich will stärker und geschickter werden. Stärke 5 und Stärke nochmal 1. Geschicklichkeit 5 und nochmal 1. Nochmal 3. Ergo, Summa, Summa. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ah ja. Jetzt kommt's hin. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Praxismuskeltraining abgeschlossen. Praxis. Oh, das ist ja geil.
Ich denke, dass ich meine Muskelkraft ausreichend verbessert habe. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Ich denke, dass ich meine Geschicklichkeit ausreichend verbessert habe. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Ich denke, dass meine Erfahrungen mit der Armbrust ausreichend sind. Ja, das stimmt. Dieses Ausbildungsziel hast du erreicht. Hört sich an wie ein Navigationssystem. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, ergo, das heißt also... Ah, jetzt hat sich schon was. Und sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Habe ich meine Grundausbildung beendet? Fragezeichen. Habe ich meine Grundausbildung beendet? Ja, die hast du und du hast sie in ungewöhnlich schneller Zeit gemeistert. Respekt, als wenn Roland. Ich schon genug Probleme hätte. Im Namen unseres Kommandanten Marbot überreiche ich dir daher den Rock der Waffenknechte. Ich hätte das nicht gemacht. Gratuliere. Ach ja, bevor ich es vergesse, du kannst dich natürlich jederzeit das von mir weiter ausbilden lassen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja. Die Disziplin hier, genau, ihr Waffenknechte, keiner sieht mehr ein, ordnungsgemäß sein. Daher habe ich mich entschlossen, härter durchzugreifen. Das gilt auch für dich. Wer erzählt denn sowas? Okay, das haben wir schon mal öfter mal gehört. Bring mir bei, wie ich einen Schild repariere. Pariere. Das kann ja nicht ewig so weit. Na, wir haben ja keine Lernpunkte mehr. Ich will von euch das Armbrust schießen, bildet mich im Einhau aus, ich will stärker und geschickter werden. Also, das haben wir schon mal geschafft. Wieso ist denn der jetzt grün? Ey, Bruder, du bist jetzt grün. Supergrün. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen. Jetzt kann ich natürlich so sagen, entweder gehe ich nochmal zu den Seiern hoch oder versuche den Seiern irgendwie ausfindig zu machen. Also diesen lustigen Alchemisten. Aber wenn ich jetzt schon diesen Waffenrock... Ja, wenn ich schon diesen Waffenrock anhabe, mal gucken, vielleicht lässt sich da was machen. Vielleicht werde ich angesprochen. Ey, Kollege... Guck mal hier, die sind alle grün. Das heißt, die sind mir alle grün. Mich fragt ja keiner. Grün gesonnen. Nicht gut. Man erzählt sich ja so einiges. Heile bräuchte ich ja, super. Glaubst du wirklich? Meine Meinung kennst du ja schon. Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Das so. Hätte er ja doch besser wissen müssen. Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Der Koch Jonathan. Hey du! Nee. Warum? Weil ich noch keine 50... 28 rohes Fleisch habe. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Hey du! Das erzähl höre ich mir. Zum ersten Mal. Erzähl mir, was du über den Rattenkönig. Na schön, Roland. Wenn es dich wirklich interessiert. Keiner auf mich. Na klar doch. Erzähl mir dein Erlebnis mit dem Rattenkönig. Klang irgendwie aufregend. Ich weiß gar nicht, Mann, warum das er war sich es so aufregt. Noch heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es war vor ungefähr 30 war Jahren. Genauso, wie oder du war sagst. Es vor 35 Jahren? Ich kann mich nicht mehr so ich genau daran erinnern. Ja, nicht schlimm. Berichte einfach, was du erlebt hast. Wieder her? Gut, damals war noch Lord Sintram Kommandant von Athenos gewesen. Ein sehr fähiger Offizier, der unter anderem dafür sorgte, dass unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat nämlich... Das ist doch lange... Das ist zwar sehr interessant, Wenzel, aber so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Beschränke dich bitte auf deine Erlebnisse mit dem Rattenkönig. Über Lord Sintrams Fähigkeiten können wir ja mal ein anderes Mal sprechen. Gut, dann fange ich mal an. Es war zu der Zeit, als ich als Butler für die Rote Mine eingeteilt worden war. Ich hatte viel gearbeitet und gar nicht gemerkt, dass ich der Letzte war, der noch im Stollen beschäftigt war. Als ich nach draußen kam, war es bereits dunkel. Von den anderen war nichts mehr zu sehen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich beeilte mich daher nach Hause zu kommen, weil ich wusste, dass nachts besonders viele wilde Tiere unterwegs sind. Das höre ich zum ersten Mal.
Damals waren die Wölfe noch zahlreicher als heute. Und wilde Keiler gab es zu der Zeit auch noch. Wir können nur abwarten. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Es klang wie Piepsen oder Schmatzen. Es kam vom See her, so dass ich... Ich glaube nicht, dass ich daran was... Wieso vom See? Wolltest du etwa in dieser Richtung zur Burg gehen? Ja, das wollte ich. Früher war dieser Weg sicherer als der in der anderen Richtung. Von mir erfährt keiner was. Damals gab es dort nur sehr wenige wilde Tiere, da ja auch das alte Dorf viel größer als heute war und fast bis zur alten Jagdhütte heranreichte. Das kann ja nicht. Das alte Sägerhaus war damals auch noch in Betrieb. Und dort herum standen mehrere Hütten, in denen die Buddler lebten. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Also wie gesagt, die Geräusche kamen vom See her und waren trotz des Wasserfalls deutlich zu hören. Ich schlich mich also zum See. Dort erblickte ich trotz der Dunkelheit sehr viele Ratten. Normalgroße wie auch Riesenratten, die an dem Kadaver eines toten Scavengers nagten. Sie waren in einer so großen Menge vorhanden, dass ich Angst bekam. Schnell wollte ich fort. Nicht darauf gekommen. Doch da funkelten mir aus dem Dunkel der Nacht zwei große Augen entgegen und ich sah die Umrisse eines riesigen Tieres vor mir. Da ich Fackeln bei mir trug, zündete ich sofort eine an und was ich im Schein des Feuers erblickte, ließ mir die Haare zu Berge stehen. Meine Meinung will ja keiner. Der Rattenkönig. Der Rattenkönig. Ja, der Rattenkönig. Er musste es ja besser wissen. Schon oft hatte ich von meinem Großvater die geheimnisvollen Geschichten gehört, die man sich über diesen erzählt hat. Da kannst du eh nichts dran ändern. In jedem Rattenbau soll es einen König geben, der über sein Volk herrscht. Eine starke, furchterregende Ratte, die viel riesiger als eine gewöhnliche Riesenratte sein soll. Seine Untertanen versorgen ihn mit dem nötigen Fleisch. So dass es nur noch selten vorkommt, dass ein Rattenkönig sein unterirdisches Reich verlässt. Das war doch schon vorher klar. Auch die Ratten von Athanos haben Ehrenkönig. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Ich habe ihn gesehen. Größer, riesiger, als ich ihn mir jemals vorgestellt habe. Das riesige Monster machte sogleich Jagd auf mich. Ich rannte, wie ich noch nie im Leben gerannt bin. Der Rattenkönig hinter mir her. Da stolperte ich über eine Wurzel. Ich hörte noch das triumphierende Grunzen meines Verfolgers, als plötzlich... Ich hab so einiges gehört. Was ist dann geschehen? Ich hörte auf einmal laute Stimmen von Menschen, die herbeigerannt kamen. Es waren Kameraden von mir, die nach mir gesucht hatten. Sie hatten gemerkt, dass ich nicht unter ihnen war und hatten sich besorgt auf den Weg gemacht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Früher hat man eben viel mehr zusammengehalten. Das war mein Glück. Und der Rattenkönig? Was wurde aus ihm? Dieser verschwand in den Dunkel, aus dem er gekommen war. So vielen Gegnern wollte sich anscheinend selbst der Rattenkönig nicht stellen. Von mir erfährt keiner. Wir machten uns daher auf dem Weg nach Hause. Den Rattenkönig aber habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Und du bist wirklich sicher, dass das Tier so riesig war? Ja, dass es überhaupt eine Ratte gewesen war? Natürlich, ich sah es so deutlich vor mir wie dich jetzt. Es war wirklich eine gigantisch große Ratte. Na, immerhin haben deine Kameraden den Rattenkönig auch gesehen. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, leider nicht so deutlich wie ich. Sie sagten mir später zwar, dass sie ein großes Tier gesehen haben. Ich glaube nicht, aber mehr konnten sie leider auch nicht erkennen. Wenn er das nicht, aber du kannst mir wirklich glauben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das höre ich zum ersten Mal. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Da frage ich mich doch, warum hier nicht Kaffee und Kekse gereicht werden bei so einem langen Gespräch, nicht wahr? So eine Art Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch bei Wenzel. Ich habe mir das schon gedacht. Warte mal, Roland. Gehst du nur ins Dorf oder vielleicht auch in den Wald? Wieso fragst du? Weil ich dich sonst um etwas bitten würde. Um was geht es denn? Wie du ja weißt, wird der alte Wachturm oberhalb der Krypta nicht mehr von uns benutzt. Ich weiß. Das Ding wurde bestimmt schon mehrere Jahre nicht mehr von uns betreten. Trotzdem ist fast jede Nacht irgendein Lichtschein auf dem Turm wahrzunehmen. Seltsam, nicht wahr? Vielleicht hält sich ja Klaus dort auf, wenn er im Wald jagen geht. Daran hatte ich auch schon gedacht.
Ich habe ihn daher schon gefragt, als ich letztes Mal im Dorf war. Er sagte mir, dass er den alten Turm schon seit Ewigkeiten nicht mehr betreten hat. Und sonst kenne ich keinen, der noch in Betracht kommt. Wer mag das nur sein, der sich ständig da aufhält? Ein Geist wird es ja wohl nicht gerade sein. Ich kann mir ja den Turm ansehen. Kann sein, dass du tagsüber keinen Erfolg haben wirst. Ich habe den Lichtschein frühestens um Mitternacht wahrgenommen. Aber gleichgültig, wann du dem Turm einen Besuch abstatten willst. Pass bloß auf dich auf, klar? Aha. Ich glaube, das ist jetzt das mit Saiyan. Ich wollte eigentlich Pfeile kaufen. Ich wurde jetzt hier unterbrochen von der lieben netten Torwache. Und ich sollte doch mal gucken. Turm um Mitternacht. Mitternacht. Für den König. Ja, für den König hier. Mitternacht. Um Mitternacht. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Raus aus meinem Bett! Ja, du Heinz. Gut. So, damit wir auch vollen Zuschauergenuss haben, werde ich mal eine Fackel entfachen. Damit wir hier auch ein bisschen mehr sehen können. So, das war doch bestimmt... Oh, Volker. Für Inos. Ja, ja, für Inos. Volker, ich wollte dich nur was fragen. Oh. Ja, nicht Erik, Volker. Warte mal. Nein. Volker. Warte mal. Wie schade. Gut, okay. So. Jetzt gehen sie alle ins Bett. Voll die Nachtschicht hier. Ups, nicht da lang. Oh. Ritter, bittriger Ritter. Das ist die Küche von Jonathan. Das ist Marbots. Ne, das ist der Bücher. Das Bücherregal. Jetzt. Das ist Marbots Zimmer. So, und. Hört ihr das? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hört was. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken, was es mit dem alten Wachturm noch auf sich. Ingolf glaubt, nachts immer einen Lichtschein wahrzunehmen, der vom alten Turm ausgeht. Vor allem nach Mitternacht soll das der Fall sein. Er bat mich daher, die Sache auf Grund zu gehen. Ist da nicht der Turm da gemeint, wo der Saiyan drin ist? Der alte Wachturm? What the heck ist der alte Wachturm? Alte Wachturm. Muss ich mal eben gucken. Alter Wachturm. Oh. Das damit gemeint? Seltsames Licht? Nee. Moment. Hier, wo die Peoples hier schlafen, ne? Da sind Fleischwanzen zu hören. Das heißt, wir haben ja noch diese Fleischwanzen-Quest. Die sind also über uns. Große Frage. Was heißt über uns? Irgendwas ist hier verdächtig dran. Nein. Ist einer der Fackeln irgendwie ein Schalter? Nein.